Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer des Steinacher Stadtkanals. Wir begrüßen Sie bei herrlichstem Sommerwetter hier vom Portal des Bertram-Weigelt-Hauses, schräg gegenüber vom Steinacher Bahnhof. Der Grund ist ganz einfach, sehen Sie hier schon, es wird eine Ausstellung geben, organisiert vom Kulturverein Schwarzwurzel und zwei Fotokünstlerinnen aus Krefeld und Regensburg. Und die beiden haben Naturfotografie hier ausgestellt und werden sie ausstellen in den nächsten Wochen hier in Steinach. Und heute sind sie gekommen zur Eröffnung dieser Ausstellung zur Vernissage im Bertram-Weigelt-Haus. Sie sehen es schon hier, Trees 2 heißt das Ganze, Bäume 2. Es gibt auch ein Trees 1, dazu werden die beiden Künstlerinnen dann im Interview noch was sagen mit dem Stadtkanal. Ja, und hier gibt es ganz viel Naturfotografie zu bewundern, Struktur in der Natur. Das ist das Thema und wir nehmen sie jetzt einfach mit in die Ausstellung und wünschen ihnen gute Unterhaltung. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer des Stadtkanals, nachdem wir Ihnen jetzt schon einige Impressionen gezeigt haben, stehen wir jetzt hier mit den beiden Hauptverantwortlichen sozusagen für diese Ausstellung, mit den Künstlerinnen, die uns all das hier präsentieren, was Sie hier sehen können. Das sind, ich brauche meinen Spickzettel, Lisa Ketschau und Angelika Dahmen. Ja? Wir begrüßen euch erstmal in Steinach und ja, erste Frage natürlich, wie kommt so eine exquisite Ausstellung, das kann man, denke ich, sagen, in so ein kleines Örtchen wie Steinach? Wie war euer Weg hierher? Das kann ich am besten beantworten.
geworden, weil ich mit auch einem Mitglied von Schwarzwurzel e.V., mit Bianca Metzner, zusammenarbeite und sie praktisch Anfang des Jahres auf mich zugekommen ist und sie kannte meine Bilder und wusste, dass ich schon mal eine Ausstellung gemacht habe und hat eben gefragt, das würde thematisch gut passen, ob wir nicht hier ausstellen wollen. Und wir haben natürlich dann nach Rücksprache mit Angelika gesagt, super, gerne, auf jeden Fall. Und so sind wir im Prinzip nach Steinach gekommen. Und heute angereist oder schon ein bisschen länger im Ort? Wir sind schon eine Woche hier, haben schon viel gewerkelt, gepostet, geschnitten, geklebt, alles für die Ausstellung und Aufbau letzten paar Tage. Ja, wir sind schon eine Weile hier. Okay. Und ich nehme auch noch nicht so viel von Steinach gesehen, weil ihr gut gearbeitet habt, ne? Hier. Ja, wir sind ein bisschen spazieren gegangen. Wir haben schon etwas von Steinach gesehen. Gut, jetzt lassen wir den Lokalkolorit weg und kommen zum Kern, nämlich zur Arbeit, zu den Arbeiten, die wir sehen können. Das sind hauptsächlich, ja, sind Naturfotografien, die, so war mein erster Blick darauf, viel Strukturen in der Natur zeigen. Wie ist so euer Gedanke, wenn ihr die Fotos macht? Was denkt sich der Künstler dabei? Die klassische Frage, oder was ist der Gedanke dieser Ausstellung, der so ein bisschen zusammenfassend ist? Ja, also gerade mein Schwerpunkt ist die Makrofotografie und ich finde es sehr faszinierend, was geschieht mit natürlichen Objekten, wenn man einfach rangeht, was da wieder nochmal, welche Strukturen entstehen, wie vielfältig das dann auch ist und dann auch doch durchaus wieder eine gewisse, wie soll ich das sagen, eine Wiederholung vorkommt, also auf jeden Fall halt eine Struktur und ja, das Detail interessiert mich da sehr in dieser Naturfotografie. Für uns war es auch interessant zu sehen, wo gibt es Verbindungen von ganz weit entfernten Objekten und ganz dichten Blickwinkeln. Wir haben ja, wie gesagt, Makrofotografie, aber auch weiter entfernte Blickwinkel auf die Pflanzen und gerade, wie sie sagt, die Struktur, die Formen, die Farben dann, die sich dann loslösen, weil man das Objekt gar nicht mehr genau betrachtet. Das war ein Punkt, den wir dann verfolgt haben. Und dann ist es immer der Blick, wenn es einem ins Auge fällt. Und Trees 2 heißt das Ganze, das heißt, gibt es auch ein Trees 1? Würde ich jetzt mal so ganz spitzfindig fragen. Ja. Richtig, es gibt ein Trees 1. Das haben wir ungefähr vor 5 Jahren mal gehabt. Da waren wir noch Studentinnen und haben unsere erste Sammlung an Pflanzenfotografien in Krefeld gezeigt, wo wir studiert haben. Und das hat uns nicht losgelassen, das Thema. Wir haben weiter fotografiert und es ist eine ganz neue Sammlung zusammengekommen. Und wie ist das so, wenn man so Fotos macht, dann geht man durch den Wald und durch die Natur und guckt und oder wie ist da euer Blick? Wie entstehen so Bilder? Wie ist der Blick des Künstlers auf die Natur da an dem Punkt? Ziemlich spontan. Also man geht manchmal bewusst los, aber manchmal springt es einem auch einfach, springt es einen an. Ja. Ja. Also ich habe auch jetzt schon seit 2006 verfolge ich dieses Thema und irgendwann entwickelt man einfach auch so einen Blick dafür, dass das dann auch schon, ja, man achtet da auch, wäre vielleicht auch unterbewusst schon drauf, dass man sieht, ah, okay, das könnte wieder was sehr Interessantes und dann die Formen, man sieht es auch gar nicht mehr so im Ganzen, sondern man guckt viel mehr auch die Details, die dann entstehen, also das ist, entwickelt sich einfach auch. Okay, und das ist also das, was wir heute sehen. Habt ihr so, ach Gott, blöde Frage, aber habt ihr so ein Lieblingsstück hier in der Ausstellung selber oder ist das alles eure Lieblinge, die Fotos? Es sind sehr viele. Es ist schwierig, da zu unterscheiden. Also natürlich gibt es da schon ein paar, die man ein bisschen bevorzugt, aber eigentlich ist es, wie sie schon sagt, sehr schwierig, da sich jetzt festzulegen. Ja. Ja gut, dann würde ich sagen, danken wir erstmal für den Einblick in die Ausstellung. Wir werden noch ein paar Impressionen zeigen. Die Ausstellung ist geöffnet in den nächsten Wochen, ja, und dann können die Steinacher gucken. Wann ist sie offen, wisst ihr das? Ich glaube immer am Wochenende, ne? Oder so. Genau. Ich meine wohl von 14 bis 17. Wenn ich es richtig im Kopf habe. Wieso, ja, das ist auch meine Information, genau. Cool, wunderbar. Das werden wir auch noch mal kurz recherchieren und dann werden wir das vielleicht noch einblenden und dann wissen die Steinacher, wann sie sich hier umgucken können. Ja? Super. Danke ich euch, wünsche euch noch ein paar schöne Zeit. Wie lange seid ihr noch da? Nur noch das Wochenende. Ja, also genießt die kurze Zeit in Stein. Ja. Und vielen Dank fürs Interview. Dankeschön. Gerne. Dankeschön. Vielen Dank auch. Danke. Thank you.
auch, das ist auch, Palme, das weiß ich, sowas, ne? Das ist ein Teil, das ist eine Palme, ja, genau, ne? Wo dann oben ist abgefault, ja, und jetzt nur die Wurzeln, ja, ja, noch zu sehen. Das wurde halt dann vom, wie war das, im Strand, das wurde halt ausgespült, der Sand, genau, und dann sind nur die Wurzeln übrig geblieben. Genau. Hier hat man richtiges Herz fast. Genau. Ja, es entstehen auch sehr interessante Formen dann auch. Erst wie Kartoffel. Ja, genau. Also man kann da also eine Fantasie frei auflassen. Ja, und, jetzt bin ich auch wie so eine Fledermaus. Aber es gibt wieder Gefühle. Ja, genau. Ja, genau.